fliegen jetzt in den Winter. Auf geht's zu neuen Winterabenteuern. Eigentlich müssten wir gar nicht weg, gell? Momentan nicht, nee. Wir bringen jetzt den Hans weg. Der geht in Winterschlaf. Wir fahren zu Kitty Mobil. Und der Hans darf Pause machen. So, geht los. Nicht zu den Kamelen, sondern zu den Rentieren. Und zwar fliegen wir mit Turkish Airlines und haben 60 Kilo Freigepäck. Wir werden es nicht ganz ausreizen, aber wir haben Profi-Gepäck. Das ist alles voll mit Essen, wie immer, wenn man nach Skandinavien fährt. Und ein großes Teil für den Himmel für die Mobil. So, nachdem der Hans eingelagert ist, fahren wir mit dem Bus weiter nach Sofia. Steht das Kitty Mobil und strahlt uns an. Kitty Mobil stand jetzt 2 Monate. Ich glaube, Spannung steigt. 9 Wochen, glaube ich, waren es. Spannung steigt. Geht's an. Ist ein Diesel, muss man vorglühen. Okay, und 3, 2, 1. Läuft! Was will man mehr? Willst du viel fahren, Kitty Mobil? Mein Plan für heute ist, das Regal fertig zu bauen und die Innenverkleidung fertig zu bauen. Tag 3 ist die Farbe gelb. Zum Aufwärmen bei minus 23 Grad. Das ist nämlich nur minus 19. Lecker! Heute kochen wir Outdoor. Eigentlich wollten wir nämlich Lagerfeuer machen und grillen. Aber am Lagerfeuerplatz ist schon besetzt, deswegen kochen wir jetzt draußen, um den Gestank nicht im Auto zu haben. Dabei ist wichtig, dass Wintergas im Kocher ist. Schönsten Auto der Welt. Und das wurde lackiert von einem sehr mutigen Menschen. Der hat uns heute geschrieben, dass er nämlich in Lahti die Sprungschanze runtergehopst ist mit 125 Metern. In Oberstdorf hat er das auch gemacht und auf vielen anderen Schanzen. Der war nämlich in der Jugendnationalmannschaft. B. Ja, zweites Kader. Und weit gesprungen sind sie. Hat sich sehr über die Bilder von Kitty Mobil vor der Schanze in Lahti gefreut. Yeah.
Gesellin. Gesellin. In diesem Winterwunderland haben wir die Nacht verbracht. Märchenwelt ringsum. Die E5, eine der großen Europastraßen in Finnland. Und wer meint, hier mit guten Winterreifen schon weit zu kommen, der kennt Black Ice nicht. Sieht aus, als wäre es Asphalt, ist aber pures Eis. Dass der Weihnachtsmann echt ist, das glaubt uns ja eh keiner. Aber hier kommt definitiv die Schneekönigin. Das ist eigentlich der Beginn einer 7 Kilometer langen Eisstraße über den See, aber sie ist noch nicht freigegeben. Es ist noch nicht kalt genug, dass das Eis dick genug ist. Kittymobil hat den Polarkreis erreicht. Vom Südchinesischen Meer an den Polarkreis. Zum Thema: Nördlich des Polarkreises ist es immer dunkel. Da kann man nicht hinfahren im Winter, weil da sieht man nichts. Es ist 10:30 und taghell. Fröhliche Weihnachten. Es ist die Nacht zwischen Heiligabend und ersten Weihnachtsfeiertag und es ist 23 Grad minus und die Heizung ausgefallen. Fängt plötzlich an, schön weiß rauszuqualmen. Keine Ahnung, woran es liegt, aber das werden wir morgen noch mal erörtern müssen mit der Planer. Schönen guten Morgen, erster Weihnachtsfeiertag. Wir sind heute Nacht an einem Truckstop noch angekommen, um 3, weil die da Strom haben. Und jetzt bollert unsere Russenrakete hier mit 2 kW. Der Heizlüfter, weil nämlich unsere ganze Elektronik, der Ladebooster zum Beispiel, der steigt alles aus bei minus 20. Und natürlich auch Wasser und Lebensmittel und alles gefriert. Sie läuft wieder. Problem erkannt, Problem gebannt, müssen wir zukünftig häufiger darauf achten. Die Luftzufuhr hat sich mit Schnee zugesetzt gehabt. Wir hatten die verlegt nach dem letzten Mal, aber das war nicht so ganz optimal. Und da habe ich eine ganze Menge Schnee rausgeholt und jetzt funktioniert es wieder. Wir bohren oder basteln eine äußere Hülle für die Luftansaugung unserer Heizung, damit der Schnee in der Ansaugung nicht immer die Heizung erstickt. Also, es ist jetzt 10.23 Uhr und es ist Zeit, Kittymobil aufzudecken, unserem magischen kleinen Knöpfchen.
Minus 22 Grad hat das Kühlwasser von Kidomobil gerade. Auf geht's. Eine Stunde lang wird ganz entspannt vorgewärmt, bis Kidomobil dann 86, 89 Grad hat. Ohne anständige Reifen kann man wirklich nur auf der Europastraße bleiben. Und auch da braucht man Spikes zu der Jahreszeit, weil das hier sind die Nebenstraßen. Connected.